Die Bürgerstiftung Region Rathenow wurde am 23. November 2007 gegründet. Hier haben sich interessierte Bürger und auch Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengefunden, die sich sozial in unserem Territorium engagieren wollen. In den fast 5 Jahren ihres Bestehens konnte die Bürgerstiftung Region Rathenow mit insgesamt 16.400 Euro bereits 17 Projekte unterstützen. 3 dieser Projekte möchten wir hier kurz vorstellen. Was hat man sich unter unserer Bildungsbrücke vorzustellen? Unsere Klientel sind Schüler, Jugendliche, Studenten, also von ungefähr 13 Jahren bis 25. Das heißt, wir haben den jungen Leuten die Möglichkeit gegeben, dass sie sich an praktischen Dingen orientieren können und haben ihnen als Rückhalt eine oder mehrere interessante Softwares zur Verfügung gestellt und sie daran ausgebildet. Highlight dabei ist natürlich Cinema 4D, also eine Software, mit der man am Rechner dreidimensionale Objekte, Bilder, Filme, Filmclips machen kann. Aktuell haben wir 2 große Projekte, an denen einmal die Oberschule Premnitz mitarbeitet, mit Schülern. Und schon seit sehr langem das Jahn-Gymnasium. Mit diesen Schülern werden dann je nach Interessenslage die Projekte vorangetrieben, praktisch und auch am Rechner. Virtuelles Prototyping ist ein Begriff. Das heißt, bevor wir ein Produkt herstellen oder einen Versuch durchführen, machen wir das 3D-mäßig am Rechner. Das können unsere jungen Leute, insbesondere die Studenten natürlich in der Zwischenzeit. Denn die ersten Schüler sind vor 7 Jahren bei uns eingestiegen und sind in der Zwischenzeit mit dem Studium fertig oder wären gerade fertig. Naja, die haben das da mal in der Premnitz-Oberschule gezeigt, mit Cinema und was sie da alles machen. Da haben wir uns das vorgeführt. Und haben auch nachgefragt, wer sich dieser AG anschließen möchte. Ich habe ein bisschen überlegt, aber habe mich dann doch entschieden, hierher zu kommen, weil ich das ziemlich interessant fand. Also wir sind manchmal bei Cinema. Das heißt Cinema 4D. Da kann man dreidimensionelle Würfel, also Objekte machen. Man kann Texte schreiben, man kann die unterschiedlichsten Farben hinzufügen, man kann ein anderes Objekt in einem anderen Objekt ausschneiden. Also hier ist es so richtig, was erstellen und was bauen, und in den anderen Spielen ist es einfach nur sozusagen Pillepalle. Also Biopower ist halt der Überbegriff von 3 Projekten, und es geht halt darum, ja, mit der Umwelt so zu arbeiten. Also die 3 Teilprojekte sind zum einen der Ammoniakkiller, das Käferhotel und Methanrückgewinnung. Also ich habe 2 Teilprojekte, zum einen das Käferhotel und den Ammoniakkiller. Am Käferhotel arbeiten wir jetzt aktuell etwas mehr als am Ammoniakkiller. Bei dem Hotel, da helfen halt auch Oberschüler mit aus Premnitz, und da arbeiten wir halt alle zusammen dran. Ja. Also das Ziel ist halt, Ammoniak zu killen, zu beseitigen regelrecht. Dafür nutzen wir Kuhställe. Das hängen wir dann später dort auf, wenn es fertig ist. Und das filtert dann halt den Ammoniak aus der Luft heraus, damit die Luft auch gesünder wird. Und ja, halt für die Umluft so. Es wird dann alles gesünder. Also es gibt ein Gestell, in dem sich Stränge sich befinden, die verflochten wurden. Dann wird das Ganze in Lehm und Kalk, glaube ich, so gedrängt, dass sich ein fester Stoff bildet, und der filtert dann aus der Luft heraus das Ammoniak, das sich dann absetzt, und ja, dadurch wird es dann
rausgefiltert. So. Was ist das Besondere an dieser Schulküche, an meiner Schulküche? Erstmal die Kinder selbstverständlich, weil sie Interesse am Kochen haben und sich für gesunde Ernährung interessieren. Wie kann ich mit wenig Geld gute Produkte erwerben und damit ein gesundes Essen kochen und schaffen? Im Moment ist es ja im Rahmen der schulischen Ganztagsbetreuung als SAS, Schularbeitsstunden, aus dem ja die Koch AG gegründet werden soll. Die Schüler haben sich sogar schon Namen gegeben, die Stachis. Und da wollen wir dann natürlich auch auf besondere Produkte und besondere Herstellungsweisen eingehen, wie zum Beispiel Sauce Hollandaise oder Rinderfilet und sonst dergleichen. Ebenfalls auch mit solchen können dann auch an Wettkämpfe teilnehmen, um den Schülern auch zu zeigen, dass Kochen Spaß machen kann und nicht nur Arbeit ist. Weil es also der einzige eigentlich gute Kurs an unserer Schule ist, sonst gibt es nur Nähen und so was. Und bei Kochen kann man noch viel dazulernen. Also ich bin im Kochkurs bei der Stache, weil es mir Spaß macht und ich auch andere Sachen lernen möchte zu kochen und wir auch vieles Verschiedenes machen und nicht mal das Gleiche. Dass es Spaß macht und nicht alle und die lassen. Ja, also nicht so streng und wir auch manchmal draußen halt essen. Dass es so billig ist. Also meistens ist es ja dann mit 5 Euro oder so nicht getan, aber bei der Starre ist es halt, hält sich in Grenzen mit dem Geld. Das ist gut. Weil wir viel Unterstützung kriegen von der Bürgerstiftung und von anderen. Am liebsten kochen wir alle Schnitzel mit Kartoffelbrei und Mischgemüse. Auflauf, Nudeln, Fischstäbchen und alles. Bratkartoffeln. Ja, alles so weit. Ja. Mit Kindern gerne essen. Ja, also ich koche eigentlich generell sehr gerne und deswegen habe ich mich auch für den Kochkurs entschieden. Ja. Bei mir war es eigentlich hauptsächlich so genauso. Ich habe mir halt nur noch so darauf versprochen, mehr noch zu lernen sozusagen. Genau. Also für mich finde ich ganz gut, wir kochen hier sehr viel. Auch mehr als wir zu Hause machen und da lernt man etwas dazu. Deswegen alles selbst machen. Halt jetzt nichts fertig kaufen. Und dann lernt man sowas auch eben für zu Hause. Wenn man sich da halt mal auch selber mal was machen will, ist immer ganz positiv. Wir bieten in der Stadt Premnitz die Brandschutzerziehung an für Kitas, Schulen, Vereine und Unternehmen. Angefangen hat das Ganze im Jahre 2004, wo wir uns überlegt haben, wie kriegen wir Kinder dazu, sich ein bisschen näher mit dem Brandschutz auseinanderzusetzen. Wir haben uns dann entschlossen, in den Grundschulen der Stadt Premnitz die Brandschutzerziehung direkt durchzuführen. Damals bestand das Team der Brandschutzerziehung Premnitz aus 2 Personen, die einmal jährlich in die Schulen gegangen sind, dort in den 4. Klassen die Brandschutzerziehung geschult haben und sind jetzt mittlerweile bereits 7 Personen, ja, das Angebot, das wir stellen, wirklich sehr gut angenommen wird. Ja, wir haben fast täglich Anfragen von den Kitas und den Firmen, ja, sehr viele Anfragen von Schulen, auch außerhalb der Stadt. Ja, was machen wir mit den Kindern? Ja, wir haben uns wir gehen altersgerecht auf die Personen ein. Mit den Kindern zum Beispiel üben wir spielerisch den Notruf. Ja, sie sollen sich spielerisch mit dem Notruf auseinandersetzen.
und sollen sehen, wie ein Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau im Einsatz aussieht. Ja, viele Kinder können sich so einen Feuerwehrmann im Brandfall gar nicht vorstellen. Ja, und sollen natürlich auch wissen, wenn da so ein Feuerwehrmann auf sie zukommt im Einsatzfall, dass sie sich nicht verstecken sollen, ja, sondern natürlich sich bemerkbar machen sollen. Sie brauchen keine Angst haben. Ja, wir wollen den Kindern ja nur helfen. Anders ist es natürlich bei den Firmen und den Vereinen. Da gehen wir natürlich hauptsächlich auf die Unterweisung vom Feuerlöscher ein. Wir wollen die Mitarbeiter schulen, wie sie richtig mit dem Feuerlöscher umzugehen haben, ja, falls es wirklich mal zum Entstehungsbrand kommen sollte, damit sie auch frühzeitig den Brand bekämpfen können. Heute haben wir eine 10. Klasse aus der Oberschule Premnitz vor Ort. Wir werden mit den Jugendlichen ein paar Experimente durchführen, werden uns ein kleines Filmchen angucken, werden vorstellen, wie überhaupt ein Brand entsteht und dürfen natürlich auch aktiv mit dem Feuerlöscher üben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen, die uns so stark unterstützen, recht herzlich zu bedanken. Ja, bei Sponsoren und auch die tatkräftige Unterstützung von meinen Teammitgliedern, die sich wirklich sehr viel Freizeit ans Bein binden, ja, auch ihr zum Teil ihr Jahresurlaub opfern, um die Brandschutzerziehung durchzuführen. Für recht herzlichen Dank. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Am besten fand ich den riesen Feuerball von der Fettverbrennung. Ja, und halt, damit man hier ziemlich viel Praktisches gemacht hat. Also ich habe jetzt mehr gedacht, wir machen mehr Theorie, aber war ganz okay. Ja, also ich fand auch den Feuerball gerade, war ganz schön heiß. Also obwohl wir bestimmt 5 oder 6 Meter wartet waren da, ja, vorbei hier. Oder, scheiße. Obwohl wir eigentlich ja einen schönen weiten Abstand hatten. Ja, denn die praktische Übung hier, die wir gemacht haben, fand ich auch sehr cool. Ja, und den Film fand ich auch extrem in Ordnung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Also besser auf jeden Fall wie Unterricht. Also ich werde mir definitiv Rauchmelder kaufen. Definitiv. Weil ich später eine eigene Wohnung habe, will ich, denke ich mal, auch geweckt werden, wenn es brennt.